99. Dieses hier. Was? Mach mal alle auf. Da sind unterschiedliche Sachen drin. Okay. Ist klar, dass der hier auf dem Boden liegt. Okay, komm. Was ist das denn? Okay, eine Freundin hat dir eine Sätze mal dann klopfe zuerst an die Tür eines bestimmten Zimmers, dann an die Tür darunter, dann an die Tür unter dieser, dann an die Tür rechts davon und schließe an die Tür rechts von dieser dort. Dort ist dann mein Zimmer. Öffne die Tür deiner Freundin, indem du sie berührst. Pass auf, dass du keine andere Tür außer der richtigen Tür. Ja, muss man also das sein, ne? Was machst du da? Das hier. Das kann nicht das hier sein, das weiß ich. Wieso? Das ist das da. Es muss mal sehen, ob das stimmt. Wieso? Rechts! Es muss das eine von ganz rechts sein. Okay. Guck. Tidim. Aber der Fettsack war immer noch so witzig. Er liegt da so auf dem Mund. Respekt, bis die meine Freundin hing letztes den ganzen Tag zusammen. Die Eltern sind nämlich nie zu Hause, genau wie mein Vater. Hey, Forschung beschäftigt. Yeah, eigentlich auch noch. Ja, überleg das mal. Interessant. Pädophiler. Ja, sie hat noch 100. Ich hoffe mal, guter Tag, die Herren. Hallo. Ihr wisst ja gar nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Kann man irgendwas behilflich sein? In einem wenig raus, so bin ich gerade schon. Was meinst du damit? Also lese ich dann das vor. Oh, wunderbar, so. Okay, wir haben alles. 50. Oh. Kann man irgendwas damit machen? Nein, nichts. Egal. Bei seinen Forschungen hat Papa eine sehr wichtige Anzahl gefunden und sie auf ein Stück Papier markiert. Dabei wurde man den Zettel für einen Abwehrbereiten und ihn viele Züge. Wieso? Jetzt bringt aber Papa verwut in 3 und Mama geht auch jeden Tag Augenblick an die Ecke, an die Decke. Bitte hilf mir, kannst du den Zettel nicht gleich zusammensetzen und die Zahl ermitteln? Was? Achso. 3 Zahlen. Seit dem Tag, der war so einfach so gedruckt hat. Ecke oben. Hä? Ach, das ist unten rechts dann, das ist oben links. Das ist Schnipselarbeit. Das ist unten, das ist auch unten. Das ist oben. Wo hier? Ja. Stefan, du machst es im echten Ding. Das kommt nicht hin. Nein. Ach, das ist. Was ist das? Doch, es muss das sein. Ach nein! Das muss diese Form haben. Hä, das ist auch hier oben, oder? Ja, das passt da rein. Ich glaube, die Schnipsel sind so angeordnet, dass da zwischen den Rissen. Ja, eine Zahl kommt. Ja, ne? Ja, das da. Das muss hier hin. Guck, 4 oder so. Guck, die Zahl kommt schon. Ja, stimmt. Was ist das für eine Zahl? Ach so. Okay, ich sehe da eine 4. 74. Okay, haben wir das. Nein! Du kriegst deinen Plus einfach raus. Das machst du doch mit Absicht. Ja. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Geht doch. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ja, schön für dich. Ich war es den. Aber ehrlich gesagt, ich war es, die die Zettel zerrissen hat. Ich habe mich schon irgendwie geahnt, dass sie es war. Super, danke für das Ausgangspunkt, aber Not zu erzählen, bitte dich dauer. Glaubst du, hier gibt es 107 oder so? Für bei den Pedo? Ich glaub schon. Ey, wir haben beim Bilderbuch vielleicht, glaube ich, bald alles. Nee, noch 4 Stück. Geht bald los mit dem Bilderrätsel. Ja, der Papagei regt mich am meisten auf. Rätselindex, soll ich? Wir haben alles. Okay, also müssen wir wieder zurück zum Hotel, ne? Jetzt. Ja, aber ich glaube, es gibt noch beim Pedro hier noch was. Nee. Nein, okay. Das ist halt immer das Gleiche. Vielleicht mal ein Chili-Dings. Kann auch sein. Warte, vielleicht ist noch der Typ da vorne noch. Nein.
Gibt der Maler uns noch ein Rätsel? Nein. Stimmt, das sah schon irgendwie aus, als Da stand doch zum Schluss, es wurde vollendet, weißt du? Ja, stimmt. Oh nein. Okay, wir haben alles. Okay, wieder zum Hotel. Jetzt können wir wieder zurück zum Hotel. Uns fehlen aber noch ein paar Rätsel, oder? Ja, so 98 oder sowas. 89 oder so. Wieso zeigt er jetzt der Fall da rein? Man kann da rein. Ach so, okay. So. Wir sind aber, wir kommen echt schnell voran hier zu Feiern. Was haben die 86, ne? Mhm. Also haben wir 28 schon. Geht doch. So gehört sich das mit dem Rätsel. Wir gehen aber da durch mal. 107. 106. Haben wir schon. Ach nein, haben wir nicht. Haben wir noch nicht. Ja, sehen Sie noch. Vielleicht können wir jetzt die ganzen Bilderbuch teilen, dann können wir das gleich machen. Ja. Ach so, wie suchen wir da? Du kannst vorlesen, wenn du willst. Nein. Gut. 59. Jawohl. Geht doch. Ach, ey, das geht wieder ab. Das geht wieder ab. Das muss ich nicht vorlesen. Das ist das gleiche wie das davor immer. Sicher? Ja. Ja, das ist dasselbe. Rot, ja. Und grün. Nein, das muss wieder zurück. Grün. Blau. Das ist einfach zu einfach. Das ist einfach zu simpel. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ja, schön. Wir sind bald alle, glaube ich. Wir die haben uns auch. Fehlt, ne? Wie kann man so dämlich sein, dass sie nicht schaffen können? Das ist nicht. Es gab Rätsel, da hätte ich jetzt verstanden. Nein. Okay, wir haben bald auch alle Lieferungen. Ja, wir müssen alle fertig machen. Oh. Du? Wer hat der Bauarbeiter noch was zu tun? Warte, ach, der Schluckspecht. Er ist weg. Hä, wo ist der? Ich hab auf seine Flasche. Er ist einfach da reingefallen, einfach so. Er schläft. Ja, du machst jetzt nichts bei ihm. Nein, mach ich nicht. Okay, wir gehen mal kurz zum Bauarbeiter. Ah, sag ich da. Ja, scheiß schon wieder. Ja, wieder so eine Kacke hier. 106? 143? Zwei Zahlen, endlich kein Segel. Ja, oh, doch! Wenn man dieses Brett auf eine bestimmte Art und Weise zersägt, erhält man zwei identische Teile, die wie eine Ziffer geformt sind. Wie musst du das sägen, um dies zu erreichen? Du kannst nur entlang der gepunkteten Linien sägen. Zwei identische Zahlen? Zahlen? Ja, Teile meine ich. Die wie eine Ziffer geformt sind. Okay, welche Ziffer könnte man draus machen? Null. Was ist mit dem Ding hier? Das muss dranbleiben. Ach so. Eine 4? Nein. Wie oft kann man das sehen? Man kann auch so sehen. Ah, es muss zweimal dieselbe Zahl sein. Nein, es ist eine Ziffer, die daraus ergibt. Was? Nein! Zwei identische Teile, die wie eine Ziffer haben. Achso, ja, stimmt. Also zwei Zahlen sozusagen, die genau gleich aussehen. Und ich muss ziehen. Hä? Achso, nein, 4 bis 20, 22, 11, 1. Kannst du eigentlich solche Rätsel mögen? 8, 9, ich mag das nicht. Achso. Es kommt immer so vor, ob du diese Rätsel mögen würdest. Ich hasse solche Rätsel mit so Säge und so. Ist das eine Zahl? 44. Nein. Lass uns bitte nachgucken. Das ist eine 4, ich hab's. 4. Ja. Ich kann mich auch gerade auf 40. Das sieht vielversprechend aus. Lass uns bitte nachgucken. Nein. Ich habe keinen Bock, das zu machen. Ist eine Tugend. Du weißt gar nicht, wie ich keinen Bock dazu habe. Nein, guck mal, denk mal ganz simpel. Welche Zahl ganz rational.
Welche Zahl könnte man denn daraus machen? Ich würde ganz spontan sagen 0. Wieso? Dieses Teil geht doch gar nicht. Ich weiß, das habe ich auch nicht daran gedacht. Das sieht aus wie eine 4. Okay, ich schreibe mal alle Zahlen auf. 1, 2, 3, 4, das ist... Lass es einfach. 3, 4. Ja, eine schöne 3, sieht man ja. 5. Die kann man da hinbekommen. Wie willst du jetzt? Noch 10 mit. Geht ja nicht. Also 1 bis 9. Guck mal, das sieht aus wie eine 4, musst du geben. Stimmt. Oder die 7. Wie willst du eine 7 hinbekommen? Warte, gib mal. Runter? Ja, so runter. So? Was kommt denn eine Zahl raus? Ach nein, noch 7. Nicht. Noch nicht mit, ja, hab ich gesagt. 7 mit Punkt oben am Kopf. Das geht nicht, guck mal. Das ist nicht identisch. Das ist treppenförmig. So? Oh, die komische 7. Vielleicht. Lass es bitte nachgucken. Du hast auch keinen Bock, jetzt ganz auszuprobieren, das sehe ich jetzt. Was hast du? Mal sehen, ob das stimmt. Schade. Guck. Warte. Habe ich etwas übersehen? Ich hasse den Satz von Luke immer am meisten. Das ist aber peinlich. Was für eine Zeit kommt das denn ein? Ist sie 2? Wenn die überstehende Klumpe am Rand nicht wären, könnte man so fette Einsen draus machen. Was? Ach so. Ja, mach mal gesperrt 2. Ja, mach weiter mit dem zweiten Hinweis. 2 fette Einsen? Ach so, meint er. Kann man daraus was machen? Ja, ich habe eine Idee. Das sind 20 Blöcke, also genau 22. Ja, ich weiß, aber ich versuche gerade eine Form daraus zu finden. Das war jetzt so, ne? Was ist, wenn ich... Weder die eine hatte 2 oder noch. Weder die eine 2 noch die eine 5. Was? Ah, 4 oder nicht? Es ist keine 2 oder keine 5. Es ist eigentlich die 4. Ja, aber wie willst du die 4 reinmachen? Ja, aber ja, umgekehrt. Versuch einfach. Ja, eine 4. Das muss eine 4 sein. Versuch dann. Hatte ich doch. Oder wie kann man besser eine 4 kriegen? 4 hatte ich schon vor Anfang an. So? Umgedreht. Na. Warte mal. Warte, hier hast du das auch schon Knüppel da. Ja. Nein. Ich hab's. So. Ich hatte eben eine verkrüppelte 4. Ja, komm. Jetzt haben wir das. Ja, das ist richtig. Ich hatte eben eine verkrüppelte 4. So sollte es stimmen. Was? Einfach Kopf. Mann. Das war doch. Oder habe ich irgendwas falsch eingezeichnet? Nochmal gucken. Wie habe ich es gemacht? So. Nein, nicht so. Das muss aber so sein. Echt? Oder nein. Davor hast du so. Hier, ne? Ja, so hast du es gemacht. Vielleicht versuch mal die Methode, die du davor jetzt gerade gemacht hast.
Nee, das ist doch unregelmäßig, oder? Wieso? Das ist doch regelmäßig. Ach ja. Zwei hier. Ah. Ein höher, genau. Ein höher dann. So. So. Ja, so ist richtig. Ja, komm. Oder? Ja, ist richtig. Alles ist gleich. Oh Mann. Wir hatten eine 4 und jetzt das auf einmal sowas. Das sieht vielversprechend aus. Da ist irgendwas immer noch falsch, unregelmäßig. Also eine 4 ist richtig. Habe ich etwas übersehen? Mann. Versteht's? Ey, das sieht doch gleich aus, die Form. Hey, komm, nochmal. Lass eine Lücke machen, ne? Eine Lücke. Siehst du das? Ja, lass mich mal kurz was machen. Hier eine Lücke. Wir müssen parallel machen. Einfach bis hier unten. Dann muss bis hier unten. Ein nach links. Und wieder schon? Nein. Lass mich mal sehen, was machen. Ob das stimmt. Endlich! So verkuppelt in 4, Mann. Was soll das? So gefällt mir. Die 4 sahen eigentlich besser gut aus. Ja, schön für dich. Ich freue dich einen Keks. Das geht auch anders. Ich wusste, das hier ein richtiger. Ja. Das war das 100 noch was, ne? Ja, 143. Also musst du gleich 105 fahren. Okay, jetzt kein Rätsel mehr. Ach Mann, oh Mann. Oh, so kleiner. Was machst du schönes? Nein. Gangster. Ich bin gerade dabei, ein Rätsel aus dem Finger zu sagen, aber nächstes Jahr eine lange Lampe zu haben. Ja, man denkt sich gerade ein Rätsel aus. Der ist ja überall. Ja, so ein Fritzel Schmutz. Knops. Ein Rätsel noch. Jeder, ne? Mhm. Ein Rätsel. Der gibt mir eigentlich ein Rätsel auf. Oh, ja, schon wieder. Oh, bei jeder Begegnung haben sie in der Nase eine Zeitung bekommen. Das Tagesgeschehen hat ihnen angetan, nicht wahr? War das mal die Übertreibung des Jahres? Nachrichten aus aller Welt befinden sich in diesem Zeit. Was? Die Sonne scheint. Wir könnten mich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Weil da sind noch kaum Bilder. Da sind die Schrift ist so klein. Das ist doch langweilig. Das lässt sich eigentlich das vollkommen Rätsel. 106, perfekt. 4 Stunden. Oh nein! Okay. Für heute liegen 4 Zahnschnäppe. Fülle die Lücken der Gleichung auf, damit die Schrottgrenze mit der Zahl die Rechnung aufgeht. Damit sollen sie weniger Stempel wie möglich verwendet werden. Nach künstlichen Stempel, die du verwenden möchtest. Bestimmt kann man wieder mehrere nehmen. Kann man aus den Zahlen eine andere Zahl machen? Kann man daraus eine 2 machen? Eigentlich nicht. Kann man nicht. Umdrehen. Nimm mal die Maus weg. Kann man nicht. Ich sehe da nicht. Doch, kann man. Ist auch der Stempel auf dem Weg oder so? Ach so. Und doch. Nein, da unten sind ja die einzigen. Okay. Also 7, 5, 3. Sagen wir mal, daraus könnte man eine 2 machen. Das kommt trotzdem nicht hin. Hä? Ach so. 5 plus 2, 7. Wie wäre es hiermit? Wieso kann man das nicht als 2 benutzen? Also, dann nochmal von vorne. Ja, guck, anderen Blickwinkel. Kann man die 7 anders benutzen? Was ist los? Ich überlege gerade. Oder so. 3 plus 2, gleich 5. Das ist 3 plus 2? Ja. Die 5 kann man doch umdrehen. Mm. Das andere ging ja auch eigentlich. Ich habe erleichtert. Ah, ja. Darauf bist du aber nicht gekommen. Nein. Ja. Komm, noch ein paar Rätsel schaffst du noch. Ja, okay. Ich muss irgendwo dieser Gangster sein. Also nochmal, die Missing möchte Zeitmaschine bauen, um die Zeit verwendet zu weit. Dort will er versuchen, Gelehrer in ihren Tod zu bewahren, richtig? Kurz und Mess hat er uns das gesagt. Letztes Mal, wir sind komplett durch die Waggons rumgelaufen, aber keine Zeitmaschine weit und breit. Sehr genau, beurteilt mein Junge. Aber auf seiner Flucht schien die mich da ein klares Ziel vor Augen gehabt zu haben.
Wo muck ich den Ort an, dem die Zeitmaschine gerade in ihrer Zeitstörung tickt? Ne? Nein, nein, haben wir ja da. Wären wir dort heute umgestiegen? Die werden wir alle sobald wieder im anderen sind. Ich bin sicher, dass sogar irgendwo. Oder sie fliegt diese Stelle, wo wir nicht reinkommen. Süßigkeit. Ich also auch, also eigentlich dabei, suche mal, was war das aber nicht gedacht? Rätsel haben. Er muss bestätigt. Nein, nach links. Da ging es ja weiter, oder? Das war, da ging es zu diesem Möp-Jung. Was? Da ging es zu diesem Möp-Jung. Was ist das? Die haben mal den Möp, Möp. Ach so. Ach, stimmt. Und die hat ein Rätsel für uns. Ich glaube, von der kriegen wir den. Das ist Auto, ne? Auto und Flug auch, oder? Nein, nein, ja, Auto nur. Soll für einen anderen Kass einen Botengang erledigen? Meinst du etwa Dekan Delmona? Ja, genau, wieso auch da. Braucht er einen Mann mit drei Haaren auf dem Kopf wohl Pomade? Was ist Pomade? Welche? Haargel bestimmt oder so. Ja, ich bin sicher, es ist irgendwas wichtig. Was ist Haargel? Guck mal, Pomade. Guck mal, Don Paolo hat ja diese komischen Haare. Die, ja, muss, ja. Die muss er bestimmt damit machen. Die ist doch gekommen, weil er böse geworden ist. Ach so. 100. 31. Okay. Federhalter knallt. Tu mal. Wie viel Zahlen man eingeben kann? Wow. Okay. Neulich habe ich einen Füllfederhalter mit einem Rabatt von 10% auf den Verkaufspreis von 30 Pfund entstanden. Später kaufte meine Freundin ihn mir ab und sie gab mir dafür sogar 10% mehr. Ja. Okay. Hat sie 30 Pfund dann zurückbekommen, als sie selbst letzte im Laden für das gute Stück gezahlt hatte. Wie viel Gewinn oder Verlust habe ich nun insgesamt gemacht? Gib deine Antwort in Pence ein. wenn du glaubst, dass es sich um einen Verlust handelt, setze ein Minus davor. Okay. Kein Verlust. Er hat einfach das gleiche nochmal bekommen, oder nicht? Nö. Guck mal. Nein. Glaube mir. Guck mal, Rabatt. 10% hat er Rabatt. Ja. Da hat er von 30 Pfund, also minus 3. Er hat den Füllfederhalter für 27 dann gekauft. Mhm. Sie gab mir 10% mehr, als ja. Ich selbst letztendlich im Plan dafür bezahlt habe. 10% von 27 sind 2,70. Das heißt, er hat dann 29,70 bekommen und hat dann einen Gewinn von, was hab ich gesagt? 2,70, oder? Ja. Ja, okay. Verlust ist Minus, ne? Ja. Das heißt, ich muss 270. Jawohl. 270 Minus? Was? Er hat doch Gewinn gemacht. Achso, okay. Antwort. Ja. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Du wolltest was anderes sagen, ne? Geh zu! Ja, ich wusste doch, nicht, ich wusste das nicht mal, wie ich das machen sollte. Du wusstest nicht? Achso, okay. Ich hab gesagt, mein Mathe wäre ich nicht gut. Ich wusste, sie würden es lösen, Professor. Ich wollte den Dekan noch etwas fragen, ob du noch. Und würde sagen nicht, dass er über 100 erfolgt. Kann man das Auto machen, genau. Ja, okay. Dann hat sie den Dekan dann noch die Formate, was für Don Paolo? Präzise, ne, also negative Klang von Mann, als sie ihn davon überzeugt hatte, uns helfen. Sie kann sich am besten einsetzen, als so Produzent die Klang ablegte. So ist das Leben, Luke. Man weiß nie, welche Überraschung wir im nächsten Moment erwarten. Wir müssen weiter. Auto. Autotime. Wir haben schon fast alles. Von Layton selbst? Das ist dieser Gangster. Ah. Ja. Aber das? So Eierkopf im Stamm. Ja, ein Eierkopf muss es sein. Blöder Max stirbt einfach zum Restaurant, lässt sein Spielzeug in der Weltgeschichte rumliegen und ich muss den Kram holen. Okay, zweimal springen kann man. Das ist besser, wenn man weniger zur Auswahl hat, das ist simpler. Obwohl, wir müssen vor wenig einsammeln. So. Die Mama ist das Simpelste, was man jetzt machen könnte. Okay? Ja. Wenn die Teile reichen. Achso, da fällt er direkt hier hin. Achso. Scheiße. Ah, jetzt verstehe ich den Kniff hier. Spring? Stimmt. Ich hab vergessen, dass das kann. Aber wie soll er da hochkommen? Achso. Ich bin auch irgendwie ein bisschen perplex. Achso. Ja.
Ja, wie sollen wir hoch? Kann ich nochmal löschen? Mhm. Ich muss immer vorher gucken, wie das angeordnet ist. Ja, wie kann man das denn kriegen, dass man hier beide erstmal kriegt? Und welche Richtung? Das ist bestimmt das letzte hier, ne? Man kann auch so rüberspringen. Und hier nochmal. Mhm. Das musst du nicht machen. Ja. Also hier rüberspringen? Oder ja. Hier? Ja. Mein Pfeil muss noch dahin zeigen. Wie kriegt man das? Ach so? So, dann so. So eine Runde machen, ja. Dann so und dann so. Also, du meinst hier so, ne? Das geht gar nicht. Ach so. Was? So meinst du jetzt nicht. Warte, ich zeig dir. So. So, da kommt er wieder. Stimmt, ja, stimmt. Dann geht er so. Hält er zurück? Oh, verdammt. Warte. Warte, ich hab das doch gleich. Ey, das hier nervt. Das nervt hier 100%ig. Warte, wenn er darauf geht, kommt er auf den Schalter. Aber er muss dann direkt nach oben dann. Dann geht das perfekt. Dann muss ich einfach hier einfallen. Und dann hier einfallen. Dann ist er drin. Ja, wie kommt er von Schalter hier hoch wieder? Ja, das ist also die Frage. Löschen wir nochmal alles. Lösch mal bitte. Warte. Ich. Okay. Das hat der. Das geht nicht. Weißt du wieso? Mhm. Zum Schluss muss er da ankommen. Es geht nicht, dass es wieder runtergeht. Wie schon gesagt, hier. So simpel wird das gehen, wenn ich hier noch ring. Echt jetzt? Also nein, das wird gar nicht brechen dann. Stimmt, bleibt schon. Das heißt. Ein Ding muss auf jeden Fall hier hin. Hier oder hier? Hier oder hier? Cool. Warte, wieso machen wir nicht gleich so? So. Kann nur einmal nach oben. Wieso kann man. Hier. Achso. Deswegen muss man mit dem hier nach oben. Auf jeden Fall. Hm? Oder? Ich hab eine Idee. Nein, wenn ich hier noch einen aufstelle, dann geht das weg, ne, der Pfeil, wenn ich hier rüber fahre. Was denn? Guck mal, wenn ich so fahre, ne, und hier noch ein Pfeil ist, dann geht der weg, ne? Nein, der geht auch trotzdem drauf. Der hat in die Richtung, wo der Pfeil zeigt. Ja, ich weiß auch, ich meine, wenn ich so wieder fahre und dann wieder hierher komme, hat er dann hier? Nein, ne? Warte, man muss so viele wie möglich nach oben kriegen. Das hat ja am Anfang, oder? So. Ja. Ey, so schwer das denn, ey. Ja, das kriegen wir doch hin, verdammt. Das geht nicht. Er muss zum Schluss irgendwie. Von da, er muss von da kommen. Warte mal. Wenn er so kommt, dann so. Okay. Ja. Vielleicht muss er einen Schalter überspringen. Kann auch sein. Warte mal. Nach oben.
Hörst du es? Ich klang gerade so. Ja. Sagen wir. Ach so, das Teil. Oh, Kacke. Oder sagen wir mal, nimm den hier. Warte. Das wollen wir einmal nach oben. Kann man es hier platzieren? Hier kann man es auch. Springt das? Springt er darüber? Springt das? Geht das so hin? Das ist genau dasselbe, nur dass du einen Spring verschwendest. Ach, du meinst wegen dem Knopf? Ja. Musst du lieber den Knopf springen? Hm. Oh, das regt mich so alles auf. Mann! So, nach unten, dann links. Oder? Mhm. Ach, dann berührt der Knopf, dann fährt er weiter, das ist das Dumme. Ah nein, noch ein Springer fehlt dann. Mhm. Oder? Ah, ich hab's. Guck mal, so. Dann schießt er, geht er wieder zurück. Mhm. Dann. Also, wir haben das was. Komm hier, so. Er drückt den Knopf. Schickt er den zurück. Kacke. Warte. Nächsten Part weitermachen. Okay. Im nächsten Part, Leute.